Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Staxel. Wo wir momentan immer noch am Herumlaufen sind, BZW auf dem Rückweg sind, weil ich allmählich zu meinem Haus möchte und einfach nur noch in-game schlafen möchte, wo mir aber einfällt, ich könnte doch tatsächlich mal nachgucken, was mir denn bei den Insekten fehlt. So, und da sehen wir eine ganze Menge. Grüne Zikade wäre da zum Beispiel. Die können wir doch mal... Moment. Doch, grüne Zikade. Die können wir doch instant finden. Moment. Und natürlich auf den Kescher wechseln. Grüne Zikaden sind an Bäumen meistens zu... Ja. Finden. Wow. Diese Erkenntnis ist gerade so important. Ja, wie gesagt. Ich mache jetzt mal die Insekten, weil das ist ja noch... Noch eins der einfachen Sachen, die momentan von Möglichkeit her bestehen. Weil, wenn er das hier ändert, der Programmierer, sprich, dass die sich auch bewegen, die Insekten, dann kommt hier ein bisschen Leben rein in der ganzen Sache. Und wenn ich das richtig sehe, sind die relativ weit oben, die Zikaden. Sprich, ich muss auf einem Baum hochklettern. Ah, verdammt. Wow. Yep. Und da habe ich die grüne Zikade. So, somit habe ich die auch. Was ist denn das? Grüne Libelle. Goldene Libelle. Was? Okay. Blaue Libelle. Rote Libellen sind momentan ja nicht verfügbar. Lila Schmetterling und Motte muss ich noch. Das heißt, diese Braunviecher und den Lilanen, den hatte ich doch hier vorne schon gesehen irgendwo auch. Also, Lila Schmetterling. Habe ich. Und die Motte. Yay, das gibt wieder Schottmonde. Nein, okay. Spaß beiseite. Die Motte... Stimmt, ich habe die mit der Lupe analysiert, die meisten Dinger. Und deswegen wusste ich das bei manchen Sachen. Ich verstehe. BZW, ich habe auch im Shop, glaube ich, einiges nachgelesen. Und deswegen hatte ich auch die Info. Naja. Bienenkönigin, Bienenkönigin, Bienenkönigin. Also Bienenkönigin gibt es ja wie Sand am Meer. Sand am Meer. Ja, genau. Oh Gott, ich freue mich schon, wenn mein Pokémon-Let's Play, was ich plane, losgeht. Bevor ihr euch großartig freut, es wird keins der neuen Titel sein, sondern eins der älteren Titel. Und das einfach aus den einfachen... Das aus den einfachen. Einfach aus dem Grund, weil, bei den älteren Titeln ich keine Sorge haben muss, großartig, dass mir da jemand reinfuscht, weil BZW rein diskutiert. Weil das habe ich, glaube ich, schon so oft gesehen bei vielen, dass da einfach nicht großartig Interesse besteht, aber halt trotzdem geguckt wird. Und meiner Meinung nach ist einfach Pokémon die ersten drei Generationen halt immer noch schöne Titel, BZW tolle Spiele. Und von daher... So, jetzt haben wir die beiden auch gefangen, deswegen sind die jetzt hier auch vermerkt. Jetzt fehlt mir halt nur noch die Libellen. Und die Libellen, die sind einfach momentan nicht da, soweit ich das weiß. Beziehungsweise doch, die müssten ja da sein, es ist ja Sommer. Hehehe, toll. Aber dann sind das diese Dinger, die halt richtig lange Flügel haben. Wenn ich mich nicht täusche. Und in der Nähe vom Wasser herumschwimmen. Ne, das ist ein blauer Schmetterling. Müssen richtig solche ausufernden Flügel sein. Schmetterlinge haben ja keine... Vor allem Libellen haben ja keine Farbe in den Flügeln, ne? Von daher kommt alles nicht hin. Aber darum soll es nicht gehen, sondern darum, dass ich jetzt erstmal zurück zu meiner Bude renne. Und natürlich die Viecher auch in die Kiste packe.
Moment, Moment, Moment. Meine Farm ist in die Richtung. Nein, ich habe mich festgelaufen. Bin an meiner Farm vorbeigerannt. Wie peinlich. Ah, klar, und dann sind hier zwei Motten. Sag mal, habe ich es irgendwie bald auch mal geschafft? Schneller. Lauf schneller. Bin ich ja schon wieder an meine Farm vorbeigerannt. Hä? Wie kriege ich das denn hin? Moment. Machen wir es mir mal einfacher. Bevor ich halt noch länger herumirre, ne? So. Ja, ist nicht die Welt vom Preis-Leistungs-Verhältnis, aber immerhin habe ich ein bisschen was gemacht. So. Einmal in-game schlafen. Dann die zwei Lampen noch abholen. Und es ist wieder, wie es war und wie es sonst auch kennen, das Spiel. Es muckt herum. Ich würde sagen, damit es nicht zu lange dauert. Okay, ich wollte gerade eigentlich. Naja. Nevermind, kann auch passieren. Es hat gerade ein bisschen länger geladen. Das kann auch passieren, meine ich. So, jetzt stehen wir instant auf. Ich renne zu den bestellten Sachen. Die. Oh Gott. Das war jetzt. Ihr habt gerade gesehen, was ich meine, ne? Ich glaube, ich sollte doch sicherheitshalber gleich mal kurz ins Menü und wieder rein. Muss ich sowieso, wenn ich die Lampen gleich aufgehangen habe. Oh Gott, das lädt auch ganz seltsam nach gerade. Ich habe ein bisschen Sorge. So. Und zwar da noch eine und da noch eine. Dann die Station. Und die Backstation da hinten irgendwo? Nee, die kommt einfach hier hinten ins Eck mit. So. Da mache ich, wie gesagt, nochmal ganz kurz den Trick mit denen zum Hauptmenü und wieder ins Spiel rein. Klar fährt jetzt auch noch ein Motorrad hier vorbei. Warum auch nicht? So, mein Handgelenk vernachlässigt mich auch gerade. Und by the way, ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. Lecker Instant-Eistee. Naja, mehr oder minder. Keine Werbung für gar nichts, bevor jetzt jemand wieder ankommt, herumzukrölen. Du machst Werbung für das Produkt. Was bist du denn für einer? Ah, und hier würde ich dann auch. Na toll. Und jetzt hätte ich wahrscheinlich erst Shearer helfen können, quasi. Das ist halt immer so. Man weiß halt nicht, wie und wann etwas relevant wird. So, warte, die Lampen habe ich platziert, sind alle da, das ist da. Die Backstation ist ja noch das, was am ehesten fehlt. Und halt ein bisschen Geld für den Fall halt auch. In dem Fall ja auch. Und das wächst hier immer noch fleißig. Okay, ich sollte vielleicht das Spiel allgemein gleich mal neu starten. Aber werde ich das Gefühl nicht los. So, Brombeeren. Wo ich am Überlegen bin, ob ich mir noch ein paar mehr hier hinstelle. Ihr merkt schon, ich pflanze jetzt nachhaltig an. Das heißt, ich mache jetzt nicht mehr
Mischmasch. Also klar, wenn ich jetzt mal hier zum Beispiel hier wieder ausdünne an Rasenfläche, dann kommt es halt nochmal vor, dass ich dann wieder diese Mischsamen kriege. Aber so im Allgemeinen mache ich das ungerne. Bevor ihr euch fragt, wieder eine nervige Fliege, die hier rumnervt. So, und keine Ahnung, warum es mit Rechtsklick einmal, Linksklick rauswerfen funktioniert. Aber ich hinterfrage es am besten gar nicht erst. So. Was ich übrigens als nächstes geplant habe, ist allgemein mal. Sprechen geht nicht. Ein allgemein. Gott! Allgemein mal, so jetzt aber, die ganze Geschichte hier wie Rasen und so sowieso zu entfernen, weil es mich einfach auch ein bisschen rein optisch stört, wenn ich hier so viel Wiesenzeug habe, wo ja Großteil einfach nur störend ist, rein optisch. Es kann ruhig vorhanden sein, aber nicht so die Übermacht gewinnen. So ein paar Stellen sind halt schön, wie gesagt. Ah, und die würde ich gerne einfach umsetzen. Aber geht ja leider nicht. Leider. So, meine Katze macht Schläfchen. Ich renne hier rein. Wie ein Irrer. Hol mir mal eben Kuhfutter. Füll auf. Damit die eine Beschäftigung haben. So. Und jetzt renne ich mal eben rüber und guck mal, wie es bei den Bienen ausschaut, weil die sind ja am selben Tag, genau. Das heißt wieder fleißig alles einnebeln und wieder fleißig Honig sammeln. Und ich glaube, jetzt wird eigentlich so der Punkt erreicht bei mir, oder ist eigentlich bei mir der Punkt erreicht, wo ich jetzt stückweise zum Staxel-Millionär werde. Achso, und by the way, ich bin am überlegen, ob ich, wenn ich die neue Grafikkarte habe, als nächstes Let's Play Slime Ranger hinterher klatsche nach Staxel. Dass dann quasi die zweite Staffel von Staxel doch ein bisschen nach hinten verschoben wird. Weil bei Slime Ranger gibt es die Thronen jetzt und ich würde ganz gerne, bevor ich jetzt mit meinem privaten Spielstand bei Slime Ranger soweit bin, lieber doch das als Let's Play mit euch zusammen machen. Habe ich dann auch mehr Zeit dafür, so mitgesehen, weil wenn ich das sowieso für euch Let's Playe, wie bei Staxli hier zum Beispiel, dann kann ich das parallel halt spielen und muss halt nicht so viel ja, bedenken oder beachten, sondern ihr weist mich halt auf sowas auch hin. Klar, das ist ein bisschen irgendwie nicht die Logik des Spiels, aber wenn es halt funktioniert, dann ist das ja auch gut, ne? So. Ja, 23 Honig, wie ich mir das schon gedacht habe. Dann platziere ich mal die 12 hier rein. Und schon habe ich die 3000. Das ist ja mal schön. Habe ich noch irgendwas, was ich machen kann? Na gut, ich habe hier ein bisschen Kudung, aber das hilft nicht. Weiß nicht, ob sie jetzt was zu sagen hat, weil ich jetzt noch, Moment, was fehlt noch? Nein! Die Mischstation zählt nicht. Die will wirklich exakt das, was da steht. Wie mies, okay. Dann komm, dann. Wenn du nicht zählst, dann nehme ich was anderes. So, plaudern. Ah, was ich nicht dafür geben würde, in einem Schloss zu leben. Ich würde eine Armee-Dienstmädchen anheuern und einen vertrauenswürdigen Butler, der sie beaufsichtigt. Ihre Röcke wären wie ein Regenbogen aus Seide.
Oh Gott, voll Anime-like. Entschuldigung. Weißt du, wonach ich mich gerade sehne? Einer schönen Tasse Hagebuttentee, der genau lang genug gezogen hat. Ach ja, so an. Sag mal, ist das jetzt euer Ernst? Ich muss wirklich so ein Patissier-Ding. Gott, ist das gemein. Ja, dann komm. Dann gucke ich lieber nochmal nach Patissier. Aber wenn das total bescheuert ist. Entschuldigung, aber das. Nee, ich bin halt jetzt ein bisschen beleidigt. Ach ja. Patissier. So. Okay, warte mal. Wo ist denn das? Patti. Sehr. Wie? What? Halt, stopp. Also warte mal, kann ich das jetzt nicht? Bin ich jetzt blöd? Ja, Katze, guckst mich auch blöd an, ne? Aber nennt mich blöd, aber ich bin der Meinung. Ich bin ein klein wenig überfragt gerade. Aber hey, lasst mich halt überfragt sein. Ich mach das schon. Gasthofschild, Ladenschild. Aber ich weiß halt nicht, ne? Es ist halt. Was mache ich halt verkehrt gerade? Aber was ich auf jeden Fall mache, ist hier Dreh. Dann ist nochmal hier noch ein davon zu bestellen. Einfach um es nochmal zu verlängern nach rechts außen, sodass die Kasse allein stehen ist. Aber was ist das, bitteschön? Hä? Bin ich total dämlich oder kann ich die nicht da bestellen, BZW kaufen? Nee, hier steht Patisserie Mischstation und Patisserie Backstation. Hä? Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich halt blöd bin. Aber ich wollte hier noch ein Stück ranbauen, weil dann schaut das echt so aus, als wäre das halt alles in den Tresen eingelassen. Arbeiten nicht. Single wird. Back nicht so leicht knusprig. Es ist fast so, als wären die Lieder wie Zauber für geradezu magische Süßigkeiten. Ja, schön. Ich habe aber das andere Problem, dass ich halt keine Ahnung habe, was eigentlich gerade vonstatten geht mit dem Thema dieser Station. Also sprich dieser Misch- und Backstation. Weil so richtig verstehen tue ich es halt gerade nicht. Kann ich die hier irgendwo kaufen? Sprich, sind die irgendwie special? Nein, hier nicht. Und hier glaube ich auch nicht, ne? Nee. Sprich, ich bin blöd. Ich bin einfach nur blöd und finde es nicht. Oder warte mal, kann ich die hier kaufen vielleicht? Sind das hier solche Special-Stationen? Nee, das ist nur dieses. Das ist ja nur alles mit Werken, also das glaube ich ja weniger.
Kannst dich Farmfan dazu äußern? Hallo Fallen, wo ist ein Farmfan? Ist hier hinten? Nö, ist wieder oben. Und oder auch nicht. Wusstest du, dass du Pilze und Früchte in der Stadt einsammeln kannst? Du kannst sie für ein wenig extra Geld verkaufen. Deswegen brauche ich ja keinen Job. Alles klar, Farmfan. Moment! Sie hat mal was anderes als Moment, was? Die Sonne ist da und sie ist schön und warm. Es ist einer dieser Tage, an denen man einfach nur entspannen und nichts tun möchte. Seit wann redest du über andere Themen? Huch, jetzt bin ich in ihr reingelaufen, hoppla. Ja, aber mal wirklich, also schön und gut, dass sie jetzt darüber erzählt halt und ein bisschen Info gibt. Aber seit wann? Also warum? Was läuft bei der verkehrt? Und wo kriege ich diesen verdammten Patissier-Gedöns-Geschichte-Ofen-Kram her? Ich guck mal hier rein. Das kann ja wohl nicht die Möglichkeit sein. So. Mischstation. Ich sag mal, ich bin doch nicht blöd, oder? Schön, dass die Lampen hier einfach gibt, ne? Mir fällt es jetzt gerade erst auf. So. Aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, da das Spiel mich veralbern möchte. Ne, keine Ahnung. Oder sind die Sachen noch nicht vorhanden und ich, ja doch, die müssen ja vorhanden sein. Aber warum wurde sie nicht so wie die anderen Sachen blau markiert? Wenn die Mischstation einfach... Weil hier steht auch nur Tisch und Stuhl. Warte, ich nehme nochmal die Mischstation einfach raus und stelle sie nochmal auf und guck nach. Weil es gibt nur diesen Misch und diese andere da als Backstation und ich glaube wohl kaum, dass sie jetzt extra, halt extra nochmal eine Misch- und Backstation einbauen. Nur, um die Spieler zu triggern. So. Bam, ich stelle das jetzt einfach hier so hin, mitten in den Raum. Steht immer noch nicht. Es steht ja nur eins dran und das ist einer zu wenig. Das ist mir schon klar. Nein. Okay, ich sollte vielleicht auf der anderen Seite. So. Und daran sieht man auch wieder, dass halt das Spiel einen ganz schön foppen kann. Aber... Ich finde keinen Patissier-Misch und auch keine Patissier-Backstation. Oder kriege ich die erst jetzt im Nachhinein freigeschaltet mit irgendetwas? Ah, ich weiß es doch auch nicht. Was ich aber weiß, da ich jetzt ein bisschen gelaugt bin dadurch. Also gelaucht. Geschlaucht. Meine Güte. Warte mal. Warte mal, was ist, wenn ich Station eingebe? Statt im Deutschen halt nur zu... Ja, aber es gibt ja nur die... Ich bin jetzt echt ein bisschen sauer, ne? Nicht so sicher, ob das jetzt alles so sein soll. Was ich mir aber sicher bin, dass die Zeit eigentlich rum ist. Und ja, wir einfach nur noch eine
einen Tresen kriegen und dann war's das. Von daher gehe ich jetzt hier in-game pennen, was ganz gut vom Timing her passt. Und würde sagen, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Stars. Haut rein. Und ciao.